nicht, kann mich nicht daran erinnern. Ich habe es einmal geschafft, aber ich weiß nicht, in welchem Part es war oder wann das war. Aber ich habe es mal geschafft, so über die Seerosenblätter rüber zu jumpen, ohne einmal reinzufallen. Also das Haus sieht doch echt komisch aus, so von der Seite gesehen, oder? Ich glaube, da muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht soll ich da einen Balkon hinbauen oder hier, ja doch, diesen Balkon hinbauen. Naja, okay, jetzt haben wir, wir haben jetzt eine Stange, ne? Eine richtig lange Stange. Eine richtig lange, harte Stange. Und damit mache ich mir jetzt folgendes. Ich nehme drei Pflastersteine, 1, 2, 3, und mache mir daraus folgendes. Zuerst mache ich mir das hier so hin. Nein, wir wollen keine Pflastersteinstufen, sondern wir wollen einen Braustand. So, jetzt ist die Frage, wo wollen wir den hinbrauen, bauen. Wieder so ein schlechtes Wortspiel von mir. Ich platziere mal hier hin auf die Schnelle. Okay, was machen wir denn jetzt damit? Jetzt brauchen wir, ich glaube, ich schalte mal schnell auf einfach wieder. Jetzt brauchen wir Gläser mit Wasser. Dafür brauchen wir erst einmal Glas. 1, 2, 3. So, dann, ich glaube, jetzt kann ich die Höhenplaylist wieder ausschalten und wieder die normale Playlist reinmachen. Moment, dauert ein kleines bisschen. Ich hab's gleich. Moment, drängelt halt nicht. Immer mit der Ruhe. Ich hab's gleich. Dauert nur 2 Stunden. Nee, Spaß. So, jetzt dann alle wiedergeben. Okay, jetzt müsst ihr. Jetzt öffnet sich da ein fettes Fenster. Das will ich. Jetzt öffnet sich's nochmal. So, okay. So passt es jetzt hoffentlich. Ich, bitte um Entschuldigung gerade für dieses Toho Baboho. Oh, ich habe ein neues Wort gesagt. Obwohl ich nicht einmal weiß, was das heißt. Naja. jetzt habe ich es im Vollbild. So. Ah, Melone haben wir neue. Hühnchen. Heute gibt's gebratenes Hühnchen. Okay, wie braut man? Ganz einfach. Zuerst müssen wir das hier reintun. Glaube ich zumindest. So, Wasserflaschen, Wasserflaschen, Wasserflaschen. Dann brauchen wir Netterwarzen. Wo haben wir die Netterwarzen? Wo haben wir die Netterwarzen? Ich glaube, ich sollte es vielleicht zuerst im Netter anbauen. 27. Ja, ich glaube, die baue ich zuerst im Netter an. Haben wir Soul Sand? Wir haben nur 10 Soul Sand. Das ist irgendwie wenig. Ich glaube, wir müssen da gleich noch mit den Netter rein und Soul Sand holen. Oder wisst ihr was? Ich, tu schnell die Tränke brauen und dann geht's in den Netter. 1, 2, 3. Oder wir brauchen eigentlich nur einen dafür. So, dauert jetzt ein kleines bisschen. Ich denke aber nach, wie es weitergeht. Ich muss nachdenken, wie das Rezept geht. Ich hab's irgendwie mal auswendig gekönnt. Gekönnt, ja. Eins weiß ich sogar noch auswendig. Und zwar weiß ich das für einen Speedtrank auswendig. Da hat sich gerade was bewegt, glaube ich. Ich schau mal schnell nach. Ne, war wohl nichts. Es war nur meine Fantasie. Naja. Fantasie oder nicht. Ich hätte gerne noch ein paar Tierchen. Bis auf dich, ne, mein lieber Bello. Und dich, mein versteckter Bello da hinten. Ah, ich hab dich gesehen. Jetzt komm her. So, ich sitz. Nein, nichts geben, Sitz. Und Sitz. So. Ihr bewacht jetzt mein Haus vor bösen Kreaturen. Wie geht es dann? Ich muss nachdenken. Aber zuerst brauche ich was anderes. Und zwar nehme ich mal das hier mit. Ja gut, wir haben schon ein paar Melonen, ist ja auch egal. Okay, jetzt brauchen wir Gold. Und zwar in dem... In dieser Truhe ist es, ne? Nee. Ich weiß nicht, wo was ist. Hier, da. So, nehmen wir mal einen Barren mit. Machen daraus ein paar Goldzähne draus. Machen es dann so. Dann haben wir goldene Melonen. Und daraus, ich glaube, kommt, ich weiß nicht, kommt das jetzt da rein oder brauchen wir noch was anderes? Ich glaube, wir brauchen noch was anderes dafür, ne? Ich schau mal, vielleicht passt's ja. Ja, es passt sogar. Es geht, okay. Die Frage ist, was brauchen wir danach? Das hier, glaube ich, ne? Glowstone-Stab. Staub. Okay, und ihr seht, gleich verändern sich die Tränke. Jetzt haben wir einen Trank der Heilung.
Und ich glaube, wenn wir jetzt das hier noch reintun, dann kann man ihn noch weiter upgraden. Ja, genau. Aber ich weiß es doch auswendig. Ja, ich bin so stolz auf mich. Ich knuddel jetzt mit den Schafen dafür. Na komm, ihr Schafe, lasst mich knuddeln mit euch. Okay, genug rumgeknuddelt. Ich hätte sie gleich scheren sollen, naja. Bescheren. Ich beschere die Schafe so gerne, ja genau. So, jetzt haben wir einen Trank der Heilung, Stufe 2. So, und damit können wir uns, wie gesagt, immer heilen und für die Höhle eigentlich ganz passend. Ich glaube, jetzt mache ich mir eine extra Truhe dafür, für dieses ganze Trankzeugs, was wir dann bald haben werden. So, und ich demonstriere euch mal kurz, was dieser Trank kann. Dafür spreche ich mal kurz vom 10. Stock, wie ein Emo. Wo soll ich zuerst pennen gehen? Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit dafür. So, einen Trank haben wir schon mal. Zwei Truhen, die können wir ja... Ne, wir wollen ja ein Lagerhaus im obersten Stockwerk bauen. Ich hoffe, da ist jetzt kein Viech oder sowas. Ha! Hu! Nee. Ha! Hu! Nee. Okay. Dann machen wir einfach hier mal eine Truhe hin. Dann tun wir hier einfach mal die ganzen Tränke einfach dann rein. Die ganzen Zutaten, die können wir ja später auch noch rein tun. Die Netherwarzen, die bauen wir im Nether dann bald an. Aber zuvor spreche ich hier noch vom 20. Stock runter. Okay, jetzt trinken wir den Trank und... Ja, wir haben volle Gesundheit auf einmal. Auf die Schnelle. Und so können wir uns ganz schnell heilen und müssen nicht immer fressen, in Höhlen zum Beispiel. Wo das ganz nervig ist. Also ich finde es mit den Tränken echt gut. Eine gute Idee von Notch und den ganzen Leuten von Morian. Daumen hoch dafür! Also nicht das Video, sondern das... ihr wisst schon, ne? dafür, als dass sie sich sowas einfallen haben lassen. Oh Gott. Mein Deutsch wird immer komplexer. Also gut, ich tue jetzt die ganzen Rezepte ausprobieren, die ich im Kopf weiß. Ich glaube, eins noch für einen Speed. Es gibt noch eins für einen Speedtrank. Dafür brauchen wir allerdings noch was anderes. Na, erst. Da kommt einer raus, das kann doch gar nicht sein. Die müssen noch mehr wachsen. Naja, wenn ich so Let's Show mäßig spiele, dann wachsen die irgendwie viel schneller. Aber hier dauert es wohl einige Zeit lang. So, auf jeden Fall brauchen jetzt wir... Na verdammt, ich habe jetzt den Trank oben abgelegt. Den hole ich schnell und dann gehe ich pennen. Ne, dann bin ich so frustriert, weil ich den da abgelegt habe, dass ich dann pennen gehen tue. So, hier nochmal die Flasche her, weil ich jetzt ohne Flasche bin. Oh, jetzt beleidige ich mich selber. Was ist los mit mir? Ich beleidige mich selber. Kevin, die Flasche beleidigt sich selbst. Naja, egal. So, hier. Und es leckt. Ausgerechnet jetzt leckt's. Ja, leckt mich am Arsch. Leckt mich am Arsch. Leckt mich am Arsch. Es leckt's auf einmal so sehr. Warum leckt es jetzt auf einmal so sehr? Oh, weil es regnet. Verdammt. Jetzt aber. Ich kann nur nachts schlafen. Deine Mutter kann nur nachts schlafen. So. Naja, jetzt auch mal schön, wenn es mal regnet. Aber ich hasse es, wenn es regnet. Jetzt kommen die Viecher. Ah, wie von Zauberhand hört es jetzt auf zu regnen. So, ich hoffe, jetzt sind da keine Viecher unterwegs. Ich glaube, das. Machen wir uns doch gleich neue Wasserflaschen. Dann rentiert sich's mehr. 1, 2, 3. Ja, sagen wir 3. Dann lage ich diese einzelne Flasche einfach mal dahin. Ist ja auch wurscht. 1, 2, 3. Okay, das kann man auch so trinken, das Wasser. Aber ist eigentlich nur Verschwendung, das bringt nämlich nichts. Wäre aber eine gute Idee, wenn es dann ein bisschen was heilen würde, so nahrungsmäßig. Aber ganz ehrlich, dann würde die Nahrung ja völlig ihren Wert verlieren. Da könnte man ja einfach immer nur Wasser schlürfen. Und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. So, ich habe das neulich vor einer Woche ungefähr gemacht. Dafür brauchen wir... Na, wir brauchen zuerst Zucker dafür. Zucker! Ich brauche Zucker! Ich bin so zuckersüchtig! Da! Ich glaube, das kommt so hin. Also, ich tue jetzt mal alle Rezepte ausprobieren, die ich so gerade weiß im Kopf. Und es sind eigentlich nur diese zwei. Wir haben ja auch Spinnenaugen, damit können wir auch eine Menge jetzt machen. Die Spinnenaugen sind ja auch hauptsächlich fürs Braun gedacht.
Oder fürs Fressen, die kann man ja auch so fressen, dann verliert man halt nur 3 Herzen. So, jetzt haben wir so einen Trank. Was habe ich dann gemacht? Redstone habe ich dann rein, ne? Redstone, ja, es war Redstone. Ich tue jetzt da mal einen Redstone rein. Ne, es war kein Redstone. Das war was anderes. Was war denn das denn? Funktioniert. Ich probiere jetzt rum. Geht's mit dem Spinnenauge? Ne, geht auch nicht. Netterwarzen, ne? Netterwarzen war es, ja. Netterwarzen. Okay, ja genau, Netterwarze, stimmt. Netterwarze. Braucht man eigentlich. Ne, es war keine Netterwarze. Was geht ab? Keine Netterwarze! Shit. Gewöhnlicher Trank. Wirkungslos. Toll. Jetzt haben wir einen versüßten Trank gemacht, der gar nichts bringt. Na toll. Scheiße, was war das jetzt? Ich muss nachdenken. Muss meine grauen Zellen in wieder auftauen. Auftauen? Sagt man auftauen? Nee, ne? Habe ich jetzt auftauen gesagt? Oh mein Gott. Melonenkerne kann ich mir kaum vorstellen. Scheiße, was war denn das nochmal? Egal, komm, ich probiere das mal mit einem Spinnenauge. Dann ist es jetzt so ein kleiner Braupart. Die gibt es ja so selten, gerade in YouTube. Also ich habe bis jetzt noch keinen Let's Player gesehen, der in seinen Let's Plays gebraut hat, nicht einmal Gronkh. Naja gut, Gronkh bin ich bei Part 785 bin ich bei Gronkh gerade beim Schauen. Kann das sein, dass er jetzt gerade mit dem Braun irgendwas macht, der Gronkh? Aber bis jetzt habe ich noch nie einen Let's Player gesehen, der gebraut hat in seinen LP. Okay, ich glaube, was ist, wenn ich das Spinnenauge zuerst rein tue? Ah, es funktioniert, okay. Es funktioniert! Ich muss meine Schafe wieder knuddeln dafür. Nein, Schäfchen. Die werden wir in ein paar Parts auch. In ein paar Parts werden wir das Gehege vergrößern. Nachdem wir hier fertig gebraut haben. Sonst braut sich hier noch ein Gewitter auf. Okay, ist es fertig gebraut? Ne, immer noch nicht. Ah doch, ist sogar fertig. Gewöhnlicher Trank, wirkungslos. Okay, was jetzt? Spinnenaugen. Was bewirkt einen negativen Effekt? Ich muss nachdenken mal wieder. Beim Bauen muss man ja auch ein bisschen nachdenken. Leider Gottes ist leider so. Zombiefleisch? Ne, kein Zombiefleisch, oder? Zombiefleisch? Keine Ahnung. Schwarzpulver? Ne. Wobei, Schwarzpulver kann man auch zum Brauen verwenden, habe ich gehört, glaube ich, oder? Ich nehme mal verrottetes Fleisch, vielleicht klappt's ja. Gammelfleisch, so Dönerfleisch haben wir jetzt in der Hand. Ne, es klappt nicht, schade. Dann muss es was anderes sein. Verdammt, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Oder war das vielleicht falsch, das mit dem Netherauge? Moment, ich probier's mal nochmal. Also einmal probier's noch und dann ist Schluss. Fürs Brauen. Dann habe ich genug gebraut. Dann habe ich egal. Versaut wollte ich sagen und das damit verbraut kombinieren, aber naja. Wenn man keine Wortspiele nicht drauf hat, dann soll man es lassen. Das muss ich mir jetzt merken in Zukunft. Jetzt bin ich sogar noch zum Bild zum Sprechen. In Zukunft muss ich mehr Wasser trinken. Nämlich so, nee, Spaß. Ich glaube, ich nehme jetzt nochmal eine Nette. Ich fange jetzt mal nochmal mit einer Nettewarze an. Vielleicht ist es der richtige Ansatz. Und dann probiere ich es mit Zucker und dann mit Redstone. Und ich glaube, dann kriegt man diesen Geschwindigkeitstrank. Ja, genau. Genau, das müsste es sein. Ich glaube, jetzt habe ich's. Und wenn nicht, dann gebt mir einen Daumen runter oder tut mich virtuell schlagen. Schlag einfach gegen euren Bildschirm. So, ich glaube, jetzt kommt der Zucker rein. Und dann kommt, dann kommt das Redstone. Ah, los, jetzt brauch schneller!
Ich bin der Bierbrauer, ich brauche hier Edelstoff an. Ne, wer will sich mit meinem Edelstoff anlegen? Der kriegt eine gekloppt. Okay, ja, so war es genau. Geschwindigkeitstränke haben wir hier jetzt und dann noch Redstone. Dann kriegen wir einen verbesserten Geschwindigkeitstrank. Genau, so, jetzt habe ich es endlich. Na los jetzt. Edelstoff, Edelstoff. Edelstoff! Okay, ich werde, bevor ich hier noch verrückt werde, nehme ich am besten diesen Edelstoff mit und lage den einfach mal in den zweiten Stock rein. So, die Geschwindigkeitstränke, die erhöhen unsere Speedness. Das heißt, damit können wir schneller vor Creepern und so Monsterviechern fliehen. Jetzt möchte ich mir einen Gifttrank herstellen. Aber ich glaube zuerst Schaufel. Naja. Muss nachdenken. Wir haben immer noch ein paar goldene Melonen. Die können wir für später aufheben. Zuerst mache ich mir noch einen. Verdammt, jetzt brauchen wir wieder neue Flaschen. So, jetzt haben wir drei neue Flaschen. Wir können uns auch einen Kessel hinbauen, aber ganz ehrlich, wir haben hier in der Nähe so eine schöne Wasserquelle. Warum sollen wir uns einen Kessel hinbauen? Und 6 Eisen verschwenden. Also ich bin ja so geizig heute, in diesem Let's Play. Ja, ja, gut, wir haben ja so wenig Eisen. Ich glaube, eine Höhlenerkundung ist auch mal wieder an der Zeit, aber erst nach Part 50 werde ich das machen. Denn jetzt noch eine Höhlenerkundung anzufangen, dauert 15 Parts. Okay, ich übertreibe, aber ich sag's halt nur so, dass es dramatisch wird. 15 Parts! Jetzt dramatische Musik einfügen. Wo habe ich denn jetzt die hier sind sie. So, ich hoffe, das klappt. Ja, es klappt. Sehr schön. Mit Schießpulver kann man die, glaube ich, zu Wurftränken machen. Habe ich im Wiki gelesen. Ich probiere es mal. Wir haben ja Schießpulver dabei. Oder nicht dabei, wir haben es ja gelagert. Hier 4 Schießpulver. Oder Schwarzpulver, wie auch immer. Ich sag Schießpulver dazu. Kann es sein, dass das heißt Schwarzpulver. Ich sag Schießpulver dazu, weil es zum Schießen ist. Trank der Vergiftung, perfekt. Und ich glaube, den kann man jetzt noch weiter verbessern, diesen Trank, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das macht. Ich probiere es mal mit einem. Ne, ich kann es kaum vorstellen, dass es mit einem Lowstone. Ja, es scheint zu gehen, aber dann kommt wahrscheinlich so ein Rotz raus. Mal schauen. Ja, ich kann ja dabei pennen gehen, dann lasse ich es über Nacht überbrauen. Wahrscheinlich kommt jetzt irgend so ein Müll raus. Trank der Vergiftung 2, das war doch richtig. Ach, ich bin so gut. Ich bin so gut. Und jetzt kann man sich, glaube ich, so...